Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe vom Spreewälder. Ihr wisst ja, ich mag ganz besonders gern Elektroden schweißen. Und heutzutage gibt es wirklich für fast jeden Blödsinn eine Elektrode. Es gibt sogar Aluminiumelektroden. Ja? Man will es eigentlich fast kaum glauben, aber soll funktionieren. Ich habe in meinem allerersten Video vor anderthalb Jahren mal was darüber berichtet. Die ersten Versuche damit gemacht, will ich jetzt nochmal ein bisschen besser machen. Wenn man diese Elektroden benutzen will, muss man ein paar Dinge beachten, steht auch explizit drauf. Was das für Dinge sind, das zeige ich euch jetzt in meinem Video und am Schluss gibt es noch eine kleine Ankündigung. Also bleibt dran, es wird wieder spannend. Also wir gehen mal ganz schnell die Packung durch. Normalerweise sind hier 5 Elektroden drin. Ja? Das sind 3 Zweier-Elektroden und hier seht ihr schon so die ersten Verpackungshinweise. Hier seht ihr, wie man die verschweißen soll. Ja, Kehlnaht oder ja, Wandposition, so kann man sie verschweißen, ansonsten eher nicht. Also, Kehlnaht oder Wandposition. Der nächste wichtige Hinweis, am Pluspol. Also ein Pluspol kann nur eine Gleichstromquelle erzeugen. Also die meisten neuen Inverter sind Gleichstromquellen. Da kann man den Elektrodenhalter entweder an Plus oder Minus stecken. Oder es gibt noch, ich sag mal, teurere Trafos, wo der Strom, der Wechselstrom gleichgerichtet wird. Die ganz günstigen Trafos, die geben nur einen Wechselstrom aus und damit kann man eben diese Elektrode nicht verschweißen. Das beachtet bitte. Nächster Punkt, 90 Ampere, ja? Also das ist so wirklich für 3 mm Material, 90 Ampere, das ist so der Anwendungspunkt, wo man die benutzen kann. Und jetzt kommt noch ein bisschen Englisch dazu, ja, wofür man es benutzen kann. Aluminiumreparaturen, Motorblöcke, Zylinderköpfe, angeblich, ja, so steht es zumindest oben. Man soll, so kann man es hier lesen, das Ganze bis 250 Grad vorheizen. So, und dann soll es funktionieren. In meinem alten Video habe ich die Erfahrung gemacht, es läuft nicht besonders super gut. Ich habe damals so eine Ecknaht gemacht, das ging mehr schlecht als recht. Wir schauen mal, ob wir das jetzt ein bisschen besser hinbekommen. Ja, wir schauen uns das Objekt der Begierde mal an. Das ist diese Elektrode. Das ist ein Aluminiumstab und hier ist eine Umhüllung drum. Das ist praktisch eine Art Flussmittel, ja. Und dieses Flussmittel, das reinigt euer Aluminium von der Oxidschicht und legt sich schützend darüber, dass hier eben auch, dass das Aluminium zusammenfließen kann. So, so sieht's aus. Ich habe hier ein paar Bleche vorbereitet, 3 mm Materialstärke. Das werde ich noch gründlich reinigen. Das gehört also dazu, dass ich das mit der Drahtbürste noch mal ein bisschen reinige an der Kehle, wo ich es verschweißen will. Und dann wärme ich es mit dem Kartuschenbrenner vor. Mal gucken, ob wir damit glücklich werden. Also erstmal schnell mit der Drahtbürste ein bisschen vorreinigen. Und dann hier eben auf der Fläche, wo es rauf soll. Und dann eben hier diese Kehlstelle, ne, wo ich es verschweißen will. Und dann habe ich mir noch überlegt, ich werde das Ganze so einspannen, dass das Alu zu einem Großteil in der Luft ist. Damit die Wärme mir nicht sofort abhaut, denn 250 Grad, die muss ich da erstmal reinkriegen in das Teil. Ja, ihr seht, Brenner am Pluspol angeschlossen, Masseklemme am Minuspol bei dieser Elektrode. Na, ich habe jetzt mal so 97 Ampere eingestellt, aber wir können ja noch nicht gleich loslegen, wir müssen erstmal eine Runde vorwärmen. So, und vorwärmen macht man natürlich mit dem guten alten Kartuschenbrenner. Wir machen den Brenner aus, stellen den mal zur Seite, schön weit weg, dass hier unserer Gaskartusche nichts passiert. Und dann wollen wir mal sehen, ob wir hier irgendwie zünden können. Ich glaube, das ging ziemlich bescheiden bei der Elektrode hier. Ja, die zündet sehr miserabel. Also egal, wenn ihr schon mal Elektroden verschweißt habt, diese bezündet sich so grässlich, ja. Die zündet richtig niedrig, ja.
So, die erste Seite. Und wir nutzen die Wärme gleich aus. Wir drehen den ganzen Spaß um. Jetzt, wo wir ein bisschen Wärme drin. Ja, das war unser Versuch. Es sieht grässlich aus. Also das weiße Zeug, ja, das sind Flussmittelreste. Die setzen sich drauf ab. Wir haben es zusammen geschweißt bekommen. Ich nenne es jetzt mal geschweißt. Elegant sieht es nicht aus. Zum Schluss war man ein bisschen heiß. Ja, hätte man vorher aufhören sollen. Ich reinige das Ganze jetzt mit der rotierenden Drahtbürste und dann gucken wir uns mal an, wie es geworden ist. So. Ich habe es mal gereinigt mit meiner rotierenden Drahtbürste und ihr seht, ich habe es verbunden. Es ist sehr unelegant, es verschweißt sich sehr seltsam, sehr ungewohnt zu anderen normalen Elektroden. Das schwimmt richtig weg, das Schmelzbad. Das ist mit nichts vergleichbar, ja? Also ich habe schon jede Menge normale Stahlelektroden verschweißt und Edelstahlelektroden. Aber das ist mit nichts vergleichbar und es sieht auch nicht sehr schön aus. Also wer vielleicht irgendwas zusammenklatschen will zu Hause, für den ist das was. Kann man ja relativ günstig lösen mit einem Elektroden, Schweißgerät, was einen Gleichstrom rausspuckt. Aber Eleganz ist was anderes. Ja, wir haben diese Aluminium-3-2er-Elektroden verschweißt und wir haben ein Ergebnis. Das Ergebnis sieht so aus. Ich finde es. Naja, weiß ich nicht. Manch einer mag es brauchbar finden, aber wer einmal irgendwo mit einem Wickgerät eine Naht gemacht hat, die halbwegs brauchbar war, weiß ich nicht. Also entscheidet selbst, ob das was für euch ist oder nicht. Ja, 10 Euro, 12 Euro so eine Packung mit 5 Elektroden. Wer es mal probieren will, soll es machen. Ja, es gibt für alles Elektroden, eben auch für Aluminium. Und da frage ich mich, was kommt als nächstes? Etwa Holzelektroden? Nein, nur Spaß, das sind Sushi-Stäbchen. Andere Geschichte. Demnächst ist im Hause Weldinger ein Schweißerfest. Ja? Und da fahre ich hin. Ich gucke mir das an, da kommt der Alulöffel, da kommt Manfred Welding hin. Und das ist so wie Batman und Robin bei der Arbeit zuzusehen. Also das lasse ich mir nicht entgehen. Ich bin dabei, vielleicht sieht man ja den einen oder anderen. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, euch hat die Sendung was gebracht und damit verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal und sage Tschüss.